möchte heute ein paar Fragen aus einem Tag beantworten, wo es mal nicht um Bücher gehen soll. Der Tag Bücher sind heute mal nicht die Antwort, ist ja in den letzten Wochen gefühlt auf BookTube total rumgegangen. Ich habe den so oft gesehen. Ich glaube, die ersten, die ich gesehen habe, waren die Bookfriends. Und ich bin mir auch recht sicher, dass ich von irgendwem getaggt worden bin. Ich habe den Tag schon wirklich lange auf meiner Drehliste. Dann war aber so ein bisschen eine Drehflaute bei mir. Ich bin einfach auch nicht dazu gekommen, beziehungsweise ich hatte auch einfach keine Lust, Videos zu drehen. Und demzufolge wurde ich, glaube ich, sogar mehrfach getaggt. Ich habe den Tag unfassbar oft gesehen. Teilweise auch in anderer Schreibweise, also dann heißt da nicht, Bücher sind heute nicht die Antwort, sondern the answer can't be books oder irgendwie so ähnlich, also halt einfach als englisches, als englischen Titel. Ja, aber ich dachte mir, auch wenn jetzt den schon so viele beantwortet haben, möchte ich den auch gerne beantworten. Einfach, weil ich gerne, so ein bisschen auch Labervideos mag und einfach auch mal ein bisschen mit euch quatschen möchte, was jetzt eben nichts mit Büchern zu tun hat. Und deswegen werden wir den Tag jetzt machen. Ich werde niemanden explizit taggen, einfach weil ich das Gefühl habe, es hat schon jeder gemacht. Aber falls jetzt irgendjemand dieses Video sehen sollte, der oder die, der den Tag noch nicht gemacht hat, dann fühl dich jetzt getaggt. Und die Fragen sind unten in der Infobox. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr als Zuschauer ohne Kommentar die eine oder andere Frage unten in der Infobox beantwortet. Nee, in den Kommentaren beantwortet, genau. Und finde ich immer super interessant. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit Frage Nummer 1. Was ist etwas, wovon du zu viel besitzt, abgesehen von Büchern? Erstmal vorweg, ich besitze gar nicht so viele Bücher. Also ich glaube, hinter mir im Regal stehen jetzt so 120 Bücher maximal. Und das ist auch alles, was ich besitze. Und die 12 Bücher auf meinem Sub. Also das ist nicht sonderlich viel. Aber von was ich vielleicht doch zu viel besitze, ist einmal Nagellack. Ich liebe Nagellack, ich trage jeden Tag Nagellack. Es gibt keinen Tag, wo ich keinen Nagellack drauf habe, weil das für mich irgendwie so ein Gefühl ist, als wäre ich nackt. Also ich kenne das eigentlich, seit ich angefangen habe zu studieren. Das war Oktober 2015, habe ich tatsächlich jeden Tag Nagellack getragen. Der sieht nicht jeden Tag perfekt aus, weil ich schon eigentlich erst so alle 2 Wochen ungefähr die neu mache. Und dann, sieht es natürlich schon ein bisschen abgekrabbelt aus. Aber im Grunde genommen, benutze ich alle 2 Wochen neuen Nagellack und habe dadurch auch unfassbar viel, teilweise schon eingetrocknet, aber ich traue mich irgendwie nicht, sie wegzuschmeißen, weil ich mir denke, ach, vielleicht geht er ja doch noch. Deswegen würde ich sagen, davon habe ich zu viele, also das sind bestimmt mindestens genauso viele, wie ich Bücher habe. Ansonsten habe ich, glaube ich, zu viel Washi-Tape, weil ich irgendwann mal so eine Phase hatte, wo ich mir dachte, ich brauche unfassbar viel Washi-Tape, ich will basteln, ich will in Planern das verwenden und mittlerweile gibt es so viel Tapes, wo ich mir denke, du, was hast du damit jemals vorgehabt? Also da sind so Motive drauf, die braucht kein Mensch. Von daher, davon habe ich auf jeden Fall zu viel, aber das nimmt jetzt nicht sonderlich viel Platz weg, von daher ist es für mich auch in Ordnung. Zweitens, was ist etwas, das du zum Spaß tust, das nicht ein Buch lesen ist? Und Lesen ist eigentlich mein größtes Hobby, tatsächlich. Und es ist wirklich das, was ich am meisten eigentlich mache. Was ich aber eigentlich auch noch mehr machen könnte. Was ich unfassbar viel mache, wo ich jetzt gar nicht mal sagen würde, ich mache es zum Spaß, sondern einfach, weil ich sonst Langeweile habe, ist am Handy rumdillern. Und das ist jetzt nichts Positives, ich möchte davon eigentlich weg, weil wenn ich mir denke, nur die Hälfte der Zeit, die ich am Handy verbringe, würde ich lesen, dann hätte ich unfassbar riesige Lesemonate für euch. Aber gut, das ist auf jeden Fall was ich sehr viele mache in meiner Freizeit, was ich aber auch nicht gut finde. Ansonsten, was ich ab und zu zum Spaß dann mache, ist so häkeln, basteln, puzzeln, sowas in der Dreh halt. Aber im Großen und Ganzen, lese ich eigentlich hauptsächlich in meiner Freizeit. Ich gehe ab und zu zum Sport. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, da habe ich jetzt übelst Bock drauf. Also meistens muss ich mich schon so ein bisschen zwingen, zum Sport zu gehen. Wenn ich dann da bin, macht es mir schon Spaß. Aber das ist so das. Und ansonsten, das Größte, was ich mache, ist tatsächlich am Handy dillern. Und das ist nicht gut. Nummer 3. Was ist etwas Besonderes oder etwas Wichtiges auf deinem Nachttisch, das kein Buch ist? Auf meinem Nachttisch liegt eigentlich nie ein Buch. Also wenn, dann liegt da mein Tolino, weil ich
ein richtiges Buch nie im Bett lese. Also wenn, dann mache ich das auf der Couch. Das heißt, wirklich ein Buch liegt da auch nicht. Ansonsten, was wichtig ist, also wichtig ist im Endeffekt eigentlich der Wecker, der da drauf steht, weil ich ja mich dann nachts, wenn ich jetzt aufwache, dann zum Wecker umdrehe und denke mir so, ach komm, kannst du noch weiter schlafen oder so. Oder mich dann frühs, wenn es jetzt ja schon noch recht früh ist, also zu früh zum Aufstehen, aber irgendwie zu spät, um wieder einzuschlafen, dann halt entscheide, okay, jetzt lese ich noch ein bisschen. Also mein Wecker ist schon sehr wichtig. Und ansonsten steht da jetzt eigentlich nicht übermäßig viel Wichtiges drauf an sich. Besonderes, was da drauf liegt, sind Muscheln, die mir mein Mann mal aus Danzig mitgebracht hat. Da war er auf Dienstreise. Und das ist jetzt auch schon mindestens 4 oder 5 Jahre her, würde ich jetzt mal behaupten. Die sind auf jeden Fall von meiner WG, in der ich zuerst gewohnt habe, hier mit in diese Wohnung gezogen und liegen immer auf meinem Nachttisch. Also das ist eigentlich was Besonderes, würde ich sagen, was da liegt. Ansonsten, ja, so ein paar Medikamente und so halt, die man halt so gebrauchen kann. Aber sonst, ja, liegt da eigentlich nicht besonders viel rum, muss ich sagen. Ja. Was zu trinken steht da dann halt jeden Abend. Aber eigentlich ist so der größte Platz mein Tullino. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich da wirklich brauche. Nummer 4 ist, was kaufst du in einer Buchhandlung außer Bücher? Auch hier kann ich sagen, eigentlich kaufe ich gar keine Bücher so richtig in der Buchhandlung. Also es kommt unfassbar selten vor, dass ich überhaupt in die Buchhandlung gehe, um ein Buch zu kaufen. Und wenn, dann eigentlich nicht für mich. Einfach weil ich sehr, sehr viel als E-Book lese und zum Großteil eigentlich ausleihe mittlerweile. Von daher, ja, kaufe ich auch nicht wirklich Bücher. Ansonsten, wenn ich in die Buchhandlung gehe, kaufe ich in der Regel irgendwas für Geschenke. Wenn es jetzt um Wichtelpakete geht oder Geburtstagsgeschenke oder ja, keine Ahnung, Wanderpakete oder irgendwie so ein Zeug, dann ja, kaufe ich so Kleinigkeiten wie eine Kerze, ne, oder generell so ein Duftwachs von Yankee Candle zum Beispiel oder Grußkarten, ein Notizbuch, ja, Lesezeichen, all solche Sachen. Also wenn ich also buchbegeisterte Leute beschenke, gehe ich eigentlich in die Buchhandlung und kaufe da immer so Kleinigkeiten. Oder auch in Thalia zum Beispiel, wo ich eigentlich immer reingehe, gibt es dann auch mal so einen Tassenkuchen oder mal so einen besonderen Tee. Oder ja, gibt es auch zum Beispiel, habe ich zu Weihnachten, glaube ich, gekauft, gibt es Tassen, wo dann Book Lover draufsteht oder so, irgendwas, was halt zum Buch passt und so, solche Sachen. Sowas kaufe ich eigentlich. Und das ist eigentlich auch das, was ich am meisten in der Buchhandlung kaufe, außer Bücher. Also Bücher kaufe ich eigentlich halt wirklich sogar seltener als diesen kleinen Kram im Endeffekt. Nummer 5. Was ist ein lustiges Geschenk, das du erhalten hast, das kein Buch oder ein Gutschein für ein Buch war? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas mega Lustiges bekommen habe. Mir sind dann so zwei Sachen eingefallen, die ich im ersten Moment schon irgendwie lustig fand, weil ich mir dachte, so braucht man das wirklich. Und mittlerweile mir denke, es waren die geilsten Geschenke, die ich bekommen habe. Und vor allen Dingen habe ich sie von meinem Mann bekommen, wo ich mir dann wirklich dachte, so, der Mann hat sich wirklich Gedanken gemacht, was ich gebrauchen kann. Und das sind zwei Sachen, die ich eigentlich auch mit dem Lesen so ein bisschen verbinden. Also, beziehungsweise wo das also auch meinem Mann aufgefallen ist. Es war nämlich eigentlich so am Anfang, wenn ich jetzt gelesen habe und ich liege auf der Couch, dann ist es ja in der Regel so, wenn man sich zudeckt, dann ist die Decke vielleicht bis hier, aber die Arme gucken raus. Weil man kann ja nicht mit dem gesamten Körper mit Armen unter die Decke, dann kann man das Buch nicht mehr festhalten. Oder irgendwie gucken die Arme immer raus. So. Und dann hat sich mein Mann halt gedacht, okay, schenke ich der Frau eine Decke mit Ärmeln. Genau. Ich habe die hier sogar. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Also das ist hier so ein Ärmel, sozusagen, der an der Decke dran ist. Das heißt, man geht halt einfach komplett mit beiden Armen da rein und dann ist die Decke bis hier und man hat trotzdem die Arme komplett bedeckt und das ist einfach nur das Geilste, was es gibt. Ich liebe diese Decke, die ist dauerhaft im Gebrauch. Sommer wie Winter. Also ich bin ja sowieso jemand, ich friere auch im Sommer und ich habe im Sommer meine dicken Kuschelsocken an und auch diese Decke benutze ich im Sommer. Und fürs Lesen ist das wirklich das Geilste, was es gibt. Jetzt im Winter habe ich mich noch beschwert, dass teilweise meine Hände kalt werden. Da habe ich schon gedacht, wenn irgendjemand mal Handschuhe fürs Lesen erfindet, wäre das auch ziemlich geil. Wobei man beim Tolino ja auch mit Handschuhen lesen kann. Also das war schon ein ziemlich geiles Geschenk. Und dann habe ich,
ich glaube, letztes Jahr zum Geburtstag eine Heizdecke bekommen. Und da habe ich auch gedacht, so, wirklich, brauche ich das? Und ich dachte, mittlerweile denke ich mir so, ja, du brauchst es definitiv. Und auch das war halt wieder so ein Ding. Ich habe mich ständig beschwert, dass mir irgendwie kalt ist. Gerade wenn ich abends ins Bett gehe. Wenn wir abends auf der Couch liegen, ja, dann wärmt sich die Decke so an, dann liegt mein Mann neben mir, schön an mir gekuschelt, wärmt mich so ein bisschen. So, dann stehe ich auf und lege mich ins Bett und das Bett ist kalt. Und das denke ich mir so jedes Mal ernsthaft. Das ist einfach nur eklig, so ein bisschen, ja. Und dann auch wieder mein Mann richtig clever gedacht, dachte sich so, okay, schenke ich der Frau eine Heizdecke, dann kann sie ihr Bett anwärmen. Und es ist das Geilste, was es gibt, wirklich. Man macht diese Heizdecke an, es reicht eine halbe Stunde vorher im Endeffekt, und ich meine, irgendwann geht man sowieso nochmal aufs Klo, macht diese Heizdecke an oder im Zweifelsfall anschalten, sobald man sich reinlegt. Und dann wird man so von unten gewärmt und es gibt nichts Besseres, wirklich. Also, mega. Ich liebe diese Decke. Ich habe im August Geburtstag und ich glaube, da habe ich sie noch nicht verwendet, aber ich glaube, spätestens im Oktober war das Teil an. Also, ja, mega. Das sind so zwei Geschenke, wo ich im ersten Moment wirklich so das schon lustig fand und dachte, so braucht man das. Und mittlerweile liebe ich beides unfassbar. Und ja, bin meinem Mann sehr dankbar, dass er da so mitgedacht hat und mir das geschenkt hat. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Welche YouTube-Kanäle schaust du, die nichts mit Büchern zu tun haben? Da, ja, ist ein Kanal, den ich auf jeden Fall, wo ich eigentlich jedes Video schaue, ist Lorelei Lee. Und zwar macht sie Planer-Videos. Ich selber habe immer so Visionen, dass ich mir denke, so, ich muss irgendwas planen oder ich will irgendwas planen und ich will auch einen schönen Planer haben. Dass das für mich eigentlich überhaupt nicht funktioniert, ja, war ein langer Prozess. Aber ich gucke diese Videos unfassbar gerne. Also gerade ne, von dem Kanal, den ich jetzt erwähnt habe, von Lorelei Lee, die liebe ich. Ich liebe diese Videos. Einfach ihre Dekos. Sie hat auch so eine ruhige Art, darüber zu sprechen. Und ich bin immer unfassbar begeistert. Das schaue ich mir gerne an. Dann auch andere Kanäle in diese Richtung. Da habe ich jetzt aber keine genauen Namen, weil ich die eigentlich nur so nebenbei schaue. Dann, ja, so True Crime. Da schaue ich sehr, sehr gerne Becky K., weil sie das auch unfassbar gut macht. Sie hat auch eine sehr beruhigende Stimme und ja, spricht einfach über jeden Fall sehr ruhig, aber ohne ja, da zu viel zu wegzulassen. Also sie ist auch sehr respektvoll, das ist das Wort, was ich gesucht habe, sowohl eben für die Opfer als auch für die Hinterbliebenen von eben so wahren True Crime-Fällen. Und das schaue ich mir unfassbar gern an. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich hauptsächlich neben YouTube gucke und also neben BookTube gucke. Und ansonsten, ja, was mir halt gerade so mal über den Weg läuft, so Lost Places oder irgendwelche Vlogs von irgendwelchen Leuten aus dem Alltag oder ja, dann habe ich ab und zu auch mal so Videos bezüglich Vergleich Deutschland, England bzw. USA, also wo sozusagen ein Pärchen da ist, wo jetzt er zum Beispiel Deutscher ist und sie ist Amerikanerin oder solche Kultursachen dann einfach. Das fand ich eigentlich ganz interessant und ja, ab und zu mal ein paar Kerzenvideos, wobei ich die hauptsächlich auf den Kanälen schaue, die auch BookTube machen. Ja, sowas schaue ich eigentlich. Also eigentlich so, was mir halt so gerade über den Weg läuft, was ich Lust habe oder was mich einfach auch beschäftigt aktuell. Auf YouTube gibt es einfach alles, also man kann gefühlt zu jedem Thema irgendwas finden. Häkelvideos schaue ich mir auch ab und zu mal an. Von daher, ja, ich glaube, man findet sehr viel auf YouTube, was man gucken kann, was einem einfach mal so vorgeschlagen wird, vor allen Dingen. Ja, das war jetzt schon der Tag. Es waren 6 Fragen und ich habe trotzdem, glaube ich, viel geredet. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr mir unten in den Kommentaren alles da lasst, was ihr so zu sagen habt zu diesen Fragen. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und viel Spaß beim Lesen oder bei allem, was ihr sonst so außerhalb des Lesens tut. Ciao!